Wie wird man eigentlich Millionär? Das ist eine der einfacheren Fragen im Leben und wir klären sie heute mit jemandem, der sich damit auskennt. Herzlich willkommen, Carsten Maschmeyer. Guten Tag. Sie haben das tatsächlich bewiesen, wie es geht und es lief so gut, dass Sie gleich Milliardär geworden sind. Wer sollte also so ein Buch schreiben, wenn nicht Sie? So sieht's aus, nämlich das neue Buch, was Herr Maschmeyer über das Thema geschrieben hat. Wie wird man eigentlich Millionär? Und wir klären jetzt, was es damit auf sich hat. Das klingt ja ziemlich spannend. Die Millionärsformel hört sich so an wie, ich lese das Buch und danach bin ich Millionär. Wenn es nicht klappt, kriege ich das Geld zurück? Also die Millionärsformel wird wirklich vielen Menschen helfen, sich finanziell zu verbessern. Jeder ist ja in einer besonderen Situation. Der eine will ins eigene Haus, der eine will seine Altersvorsorge regeln, der eine will genug Geld ansammeln, um sich selbstständig zu machen. Ich gebe eben die Ratschläge, wie man seine Einnahmen erhöht, wie man sich selbstständig macht, wie man nebenbei Geld verdient, wie man Karriere machen kann und auf der anderen Seite seine Kosten senkt, ohne weniger zu kaufen. Und diese Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, das ist das Reichtum. Reichwerdepotenzial. Okay. Wenn man über Millionärsein spricht, dann gibt es ja irgendwie zwei Arten von Millionären. Einmal die, die gut leben können, sorgenfrei leben können, die Millionär sind. Das heißt, irgendwie 1 Million ist da und man kann sich's gut gehen lassen und muss keine Sorgen mehr haben. Und dann gibt es die, die irgendwie so im Volksmund als Millionäre angesehen werden. Das sind die, die mit Yachten von A nach B fahren und viele Häuser haben. Da sieht das Leben dann so aus wie bei Ihnen wahrscheinlich. An wen geht denn das Buch? Wird man mit diesem Buch Multimillionär oder ist es einfach dafür da, dass man finanzielle Freiheit hat? Also es geht darum, dass sich jeder Mensch finanziell verbessert. Ein Kleinverdiener wird vor allem die Kapitel interessant finden, wie er Einkommensverbesserungen erzielen kann. Wie er durch mein Sparlexikon im täglichen Leben weniger ausgibt. Andere, die sich interessieren für die eigenen 4 Wände, die wird das Kapitel, wie komme ich günstig an ein Haus, wie verhandle ich gut die Baufinanzierung, das wird die sehr interessieren. Mhm. Andere, die Geld clever anlegen wollen, wird das Thema Aktiensparen sehr interessieren. Ich habe sehr genau bewiesen, wenn man einen besonderen Mix an Aktien zusammenstellt, nach einer besonderen Methode kauft und die Zeiträume clever wählt, kann man nie Verlust haben und wird bisher, hat es jedenfalls immer geklappt, über 7% Rendite erzielen. Und das in einer Nullzinswelt, das ist also schon sehr interessant. Also jeder hat das, was er braucht. Ich habe es für die Menschen geschrieben, es ist für die ganz normalen Bürger. Ich habe mit Millionen Menschen, habe ich ja Daten ausgewertet etc. Und ich hoffe, dass weiterhin sich so viele an dem Buch freuen. Bisher macht es allen Spaß, das zeigen die Resonanzen. Kommen wir mal zum Inhalt. Was sollte man konkret machen, damit es klappt mit dem Reicherwerden und was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Das Wichtigste ist, Finanzbildung ist die Grundlage für die Vermögensbildung. Ich muss mich mit dem Geld beschäftigen. Die Leute beschäftigen sich ausführlicher damit, wie sie eine Reise buchen oder welche Online-Schnäppchen sie erzielen. Ich muss mich mit Geld beschäftigen, dafür interessieren, damit das Geld wertschätzen. Dann gebe ich sehr viele Tipps, welche Fehler man vermeiden sollte, wie man teure Versicherungen auslässt, wie man bei einer Baufinanzierung gute Konditionen hat, wie man sich schützt vor überteuerten Haus- oder Wohnungskäufen. Also sehr viele Ratschläge, auch was verkehrt ist. Und natürlich sehr viele Vorschläge, wie man die richtigen Aktien auswählt. Und dazu gehört eben auch, dass man durchhält. Es gibt keinen Lichtschalter-Effekt. Ich kann also auch keine Sesam-öffne-dich-Formel haben. Mhm. Knopfdruck und über Nacht ist man wohlhabend. Das hat was mit Disziplin, mit Konsequenz, mit Wissen zu tun. Aber ich gebe genug Beispiele, führe auch Beweise und Statistiken an, dass es über viele Jahre sehr gut möglich ist, ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Wenn das eigentlich gar nicht so schwer ist, Millionär zu werden, warum gibt es dann vergleichsweise wenig Millionäre in Deutschland? Das möchte ich ja ein bisschen ändern. Es ist auch nicht das Ziel, dass jeder Millionär wird, denn das Buch heißt ja nicht, so werde ich Millionär, sondern es sind Auszüge aus der Millionärsformel, wo man lernen kann, wie Menschen, die vermögend geworden sind, es geschafft haben. Und das Wichtigste ist, Finanzbildung ist die Grundlage für Vermögensbildung. Ich muss mich mit dem Thema Geld beschäftigen, dann kann ich mich finanziell verbessern, kann ich dumme Kosten vermeiden und einfach meine Situation verbessern. Mhm. Jetzt ist für ganz viele Zuschauer da draußen Geld gleichbedeutend mit Glück. Man wird glücklicher. Die Frage kann man nicht so oft fragen, wird man durch Geld eigentlich glücklich? Jetzt habe ich jemanden vor mir stehen, der mir diese Frage beantworten kann, weil er selber zumindest vernünftig viel Geld hat. Wie ist das eigentlich? Eine sehr persönliche Frage. Macht Geld glücklich? Also Geld ist kein Mittel, um rundum glücklich zu sein. Sie können Frieden, Gesundheit, Liebe nicht kaufen.
Aber den ganzen Tag finanzielle Sorgen zu haben, das ist bestimmt mit Unglück verbunden. Es gibt ja sogar Studien von Universitäten, von wissenschaftlichen Instituten, dass die Menschen gesünder leben, länger leben, wenn sie in finanzieller Sicherheit haben, nicht den ganzen Tag Sorgen haben. Und ich möchte dazu beitragen, dass mehr Menschen finanziell sicher sind, dass sie genügend Altersvorsorge haben, dass sie die Ausbildung der Kinder finanzieren können oder eben genug Kapital zusammenbekommen, um sich selbstständig zu machen. Jetzt kommt noch eine persönliche Frage, weil ich sie tatsächlich spannend finde. Denken Sie manchmal irgendwie drüber nach, ach, wie wäre es denn eigentlich gewesen, wäre es nicht vielleicht schöner gewesen, wenn ich ein ganz normales Leben als, na, sagen wir mal, Fabrikarbeiter gehabt hätte? Also es gibt immer Tage, wo man nach 14, 16 Stunden sagt, hätte es nicht auch ein normaler Job sein können, dann lieber kleine Wohnung und sich nicht viel gönnen können, aber nach 8 Stunden und der Chef hat ab 16 Uhr das Problem, wenn in der Firma was nicht läuft. Und da gibt es Momente, wo man sagt, es hat Spaß gemacht, es lohnt sich. Es ist ja auch ein schönes Gefühl, gut zu sein. Ich wollte schon als Sportler meinem Trainer Freude machen, als Student meinem Professor. Ich helfe gern und deswegen beseelt mich das. Es gibt mir sehr, sehr viel Befriedigung und das ist mein Leben und deswegen unterstütze ich heute junge Unternehmer, habe dieses Buch geschrieben. Das Leben hat es so gut mit mir gemeint, ich möchte viel zurückgeben. Sehr schön. Und eine Frage, die liegt mir irgendwie schon länger auf der Zunge. Sie haben ja viele Bekannte, die auch wirklich ziemlich reich sind und da geht es dann wirklich darum, wie werde ich nicht nur wohlhabend und habe vernünftig viel Geld, sondern wie schafft man es eigentlich so richtig reich zu werden? Gibt es da irgendwie die geheimen Tricks, die sind jetzt nicht unbedingt Bestandteil des Buchs, aber was haben die, die es wirklich so richtig geschafft haben, anders gemacht als die, die es nur so okay geschafft haben? Also ich habe darüber geschrieben, wie sich normale Menschen verbessern können, wie sich junge Leute verbessern können und dabei soll es bleiben. Was ich persönlich erlebe bei sehr wohlhabenden Freunden aus der Reichenliste, das ist sehr persönlich und trotzdem kann ich eins sagen, auch für die steht Geld nicht im Vordergrund. Okay. Geld ist eine Bezahlung für Erfolg. Wenn ich eine tolle Dienstleistung entwickle, die vielen Menschen hilft, besser, schneller, günstiger Dinge, Services, Produkte im Leben zu kaufen, dann ist die Folge auch, dass diese Firma viel Umsatz macht, viel Gewinn macht. Aber alle wollten eigentlich eine Sache an die Menschen geben, das irgendwas, ja, to make a better life. Okay, ja, Herr Maschmeyer, ihr merkt, das hält sich etwas bedeckt, das ist auch in Ordnung so. Die ganzen anderen Details über die Welt der Superreichen lest ihr in der Bunte oder in der Gala und nicht hier. Hier, wenn ihr weiter wissen wollt, wie man eigentlich erfolgreich wird, dann nicht vergessen, Venture TV abonnieren. Wir kümmern uns nämlich um dieses Thema sehr, sehr häufig. Wie entsteht eigentlich Erfolg und was könnt ihr dafür tun, damit ihr auch erfolgreich und wohlhabend werdet und vielleicht der Weg zu eurer ersten Million etwas leichter wird. Also nicht vergessen, jetzt abonnieren. Herr Maschmeyer, besten Dank, dass Sie da waren und alles Gute auch weiterhin. Sehr gerne. Alles Gute selber. Danke.